Autsch. Nimm mich hin. Ach, das ist eine Plattform. Das verbringt schon ein bisschen weh, ne? So, und dann ist es dann hier. Okay. War das jetzt das Geheimnis? Ich weiß es nicht. Ich hab irgendwas übersehen. Ich sehe doch gerne mal was. Müsste eh da wahrscheinlich oben lang, damit ich die Kanone kaputt machen kann. Könnte man eigentlich sterben? So. Schauen wir mal kurz zurück, nicht so irgendwas vergessen. Nee, nee, das sieht nicht so aus. Ich möchte trotzdem noch mal kurz gucken, nicht, dass ich da wirklich irgendwas übersehen habe. War klar. Solche Ecken, da steckt sich ja gerne mal irgendwas. Nein, da ist nichts. Da ist auch nichts. Nein, weiß nichts. Gut, dann war es wirklich nur, damit ich die Bombe kriege, wa? Das ist so elegant war, ich weiß ja nicht. Da ist ein Schlüssel. Sehr dezent versteckt. Sehr, sehr dezent. So, dann klettern wir weiter hoch. Weiter hoch in die tiefsten Höhe der Höhen. Ach so, scheiße. Du schon wieder. Gerade zeigt mir gerade kein Geheimnis an, dann sollte ich das auch so hinnehmen. Und nicht krampfhaft danach suchen. We are nearly there, Mithralin. Once we are through their line, General Gaius will be within sight. No matter what happens, my friend, it has been an honor to fight by your side. Red nicht so, als ob du sterben würdest. Tu das nicht. Jetzt würdest du drauf gehen. So was sagt man nicht. Das ist ganz böse. Das ist ein böses Omen. Das war zwar nicht das, was ich wollte, aber okay. Okay. Er hat das Flugschiff am Stabettchen gepackt und auf den Boden geschmissen. Okay, okay. Nimm ich alles hin. Das ist völlig in Ordnung. Ich esse jetzt mal ein paar Hotdogs, ja. Das ist... Nochmal. Schade. Das war lustig. Das war dezent lustig. Ach Gott, oh Gott. Ja. Könnt ihr jetzt endlich mal verschwinden hier? Besonders du? Ich stirb. 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 Nicht ich sterb. Du sterb. Weg. Gut, können wir weiter. Auf geht's! Die nächsten Gefilde! Los, mach sie alle tot! Mach sie alle tot! Ist halt so. Ist auch lustig. Aua! Kommt einfach aus meinem Feuer raus. Wie da will ich. Stirbst du mal? Stirbst du mal? Auf zu blocken! Sterb! Geh mal weiter. Auf sie mit Gebrüll! Ah! Ah! Jetzt mal gucken, wo bin ich überhaupt gelandet? Autsch.
Ah, verdammt, nicht auf mir explodieren. Das geht doch nicht. Kannst du nicht machen. Die Hundis. Kommt hier angeflogen. Die Hundis. Jui, sind fast da. Jetzt mal Schnaufpause machen. Ich hab nichts mehr zu futtern. Ich hab auch noch so Krabbenbeine. Lasagne. Das habe ich auch immer so in meiner Hosentasche. Die springt einfach durch die Wand durch und ich darf hier wieder rumkraxeln. Das ist ja klar. Jetzt habe ich wieder Verteidigungsbuff. Speichern? Oh, schöne Ecke hier. Sowas an so einem Ort, ne? Das sieht doch mal wieder schön aus. So viele tote Leute. Das ertrage ich nicht. Was ist das? Das ist ein Generator. Hi. General Gaius! Wait! Wait! Just a moment. Lower your weapons. I said lower your weapons! You have much to answer for, General. And what of you, my friend? A year ago I heard stories of your death, at the hands of a child, no less. Now here you stand, not only alive, but leading the very creatures we've been charged to destroy! You've been charged to destroy, not me. What happened to you, Cassius? Cassius? Do you not remember your own name? What have those damned moonbloods done to you? What did you call me? Cassius! That's who you are! Don't listen to him! You're Jin now! Remember that! I... You're remembering now, aren't you? Together nothing stood in our way. We shaped this world together. And together, we can finish what we started. You order the deaths of countless people. Countless Moonbloods. Moonblood sympathizers. Anyone that stood in your way! Yes. And you carried them out. Lower your blade, old friend. First, we destroy these Moonbloods once and for all. Then I can help rid you of these fantasies that have spoiled your mind. Just listen to me. Cassius was my name. That doesn't matter. It's all that matters! All those people I killed, Fidgets. How could I possibly redeem myself in a mere few days? You cannot, Dust. This was never about redeeming Cassius. But then, you are not Cassius. But I share his form, his very soul. That doesn't matter! Why do you keep saying that? Because you're not just Cassius! Jin didn't kill those people. Jin saved Aurora and Mudpot Village. Jin stopped Fuse, saved Lady Tethys, and now he's the only thing standing against General Gaius. Cassius would destroy the Moonbloods. But Jin, he would protect them. No, Fidget. You're wrong. Jin didn't do any of those things. Then you finally come to your senses. Jin is dead, as is Cassius. Their souls now live within me. Constantly reliving that fateful day. Forever in battle, forever at odds. But as long as I live, I still have a choice. Then what are you? I am justice incarnate. Brought to this world by forces beyond your comprehension. A cleansing storm to sweep across the land and purge it of your foul presence. I am dust. And your campaign ends here now. Throw down your weapons and surrender, or you will face an enemy unlike any this world has ever seen. Cassius, please, don't do this. You know you cannot win. Let's end this. Das ist so episch! So episch! Dafür, dass er so große Töne spuckt, ist der aber gleich halb tot schon. Der trifft mich irgendwie.
Doppelte Kombo zerstört. Stirb! Stirb, du Blödmann! Du willst die Welt vernichten! Nicht, wenn ich dich aufhalte! Das wird dir nicht gelingen! Und hör auf mit deinem blöden Movement hier! Das kannst du knicken! Jetzt hat er zwei Lebensleisten. Nein! Was tust du? You cannot win, Cassius. You never could beat me. Stop calling me Cassius! There was a time when you stood by my side. We were allies once. Not anymore, General. I'm not your ally, and I'm not your friend. Now raise your blade or drop it. You never could scare me either, Cassius. Very well. To the death! Okay! Whoa! Fängst du hier mit Magie an? Das geht aber gar nicht. Oh, das ist... Nee. Nicht mit mir, mein Lieber hier. Ich kann's knicken. Und du! Du hältst die Schnauze! Nee. Bitte. Auch noch hier. Level auf Stufe. Oh, nimmer mit hier. So. Wo ist er hin? Jetzt lass dich doch mal. Lass dich doch mal. Jetzt bleib doch mal hier. So, das geht doch gar nicht. Aber hat er mir noch getroffen? Sterbige. Don't you remember anything, Cassius? Why would you draw your blade against your fellow soldiers? Why would you draw your blade against me? You're destroying this world, Gaius. You and your soldiers cannot be allowed to continue your campaign. This world belongs to the strong, Cassius. It belongs to us. Don't you remember your duty? Don't you remember your friends? I remember everything. And it changes nothing! Was hat der eigentlich, der Kerl? Soll ich einfach mal sterben? Oh, wenn das wir so gut aufgelevelt haben, sonst hätten wir ein Problem. Soll ich weg? Na, ist die letzte Phase oder kommt dabei noch eine? Das würde mich jetzt mal interessieren. Na komm. Ach, haha, es geht noch weiter runter. Ui! This is where it ends, Gaius! Schmeiß ihn in die Lava! Los! Kann jetzt auch noch fliegen oder was? Das, du solltest da weg. Schmeiß ihn in die Lava! Los! In die Lava! Schmeiß ihn in die Lava! Nicht mich! Den Geist! Schmeiß den Geist in die Lava! Schmeiß ihn! Ich glaube, der geht nicht in die Lava. Schade. Genau, springen wir selber in die Lava, ist auch gut. Dartfight! Natürlich geht's noch weiter. Los, Dust! Komm schon! Du wirst es schaffen!
Ich hämmer die Taste, so soll es geht. Ja, ich komm noch. Moment, ich bin gleich da. Warte. So. Ja, ist ja gut. Ich komm ja schon. Through the actions of Arsene Mithrarin Dust, the Moonblood race is finally free. We will never forget his sacrifice or the deeds that saved our very world. We shall always remember what happened here. Dust's sacrifice will allow the Moonblood race to rise again, to rebuild our glorious civilization and live peacefully among the races of this world. Though it may appear that dust has fallen here today, a force of good is not so easily extinguished. Zen Mithrarin was born of dust, a current to the winds of change, a harbinger of storms yet to come. Ja, auch nicht einfach so zu Ende sein. Nee, das geht doch nicht. Aber ein sehr schönes Ende. Doch, auf jeden Fall. Nein, das ganze Spiel, ein sehr schönes Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt leider nicht alles geholt, was wir kriegen konnten, aber alles, was wir noch mitnehmen konnten, haben wir mitgenommen. Wie gesagt, den Rest, den werde ich jetzt nicht machen. Weil das alles zu durchsuchen, zu durchwühlen, das dauert mir zu lange und das findet Play auch ein bisschen zu viel. Und offline möchte ich es nicht gerne machen. Deswegen lassen wir es einfach so, wie es ist. Mit diesem wunderschönen Ende. Das sich schon selber aufgegeben hat, aber doch noch. Da sehen wir es noch. Fidget fliegt noch hinterher. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er komplett weg ist. Der wird bestimmt nur noch wiederkommen. Aber wirklich sehr, 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 sehr schönes Spiel. Allein die ganze Musik, wie jetzt auch dieses Credits-Lied, ist einfach schön. Die ganze Atmosphäre ist schön. Es lässt sich sehr gut spielen. Und man
kommt ziemlich schnell rein ins Spiel. Das finde ich auch sehr schön. Bei manchen Spielen dauert das ewig lang, bis man da irgendwie alles rausgefunden habe, wie was funktioniert. Und hier kommt man ziemlich schnell rein. Das ist auch sehr schön. Das hat man sonst auch nicht so. Das Einzige, was mich wirklich jetzt störte, ist halt dieses schöne, das 100%. Das ist mehr als 100%, die man kriegen kann. Ich finde es nicht so toll, weil man möchte gerne wissen, wann hört das Spiel jetzt endlich auf. So, wann hat man denn jetzt alles wirklich erreicht? Und gesagt, es sind 112%, die man kriegen kann. 106 oder 107 haben wir jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ist mit dem Sieg über Gaius, ob das jetzt noch mit zugekommt dann. Aber echt, das ist echt ein wunderschönes Spiel. Doch, kann ich nur sagen. Und zum Schluss echt ein bisschen traurig. Ich hätte jetzt echt noch zum Schluss gedacht, dass er noch mal kurz Gaius in sich widerrufen kann, dass er da auch kurz Aufstand macht, aber da hat sich ja das richtig schön gegengestellt. Und wie gesagt, der ganze Schluss von dem Spiel ist einfach nur wunderbar. Die letzte Szene. Echt schön. Man ist dann selber auch irgendwie froh, so, ach, jetzt ist es vorbei, man hat es geschafft. Man würde es auch gerne heute spielen, wenn das Spiel jetzt noch 30 Kapitel mehr hätte. Ich würde es dann auch noch weiterspielen, weil es ist ein klasse Spiel. Ein super Aufbau ist das. Wenn es irgendwann mal einen zweiten Teil geben würde, wäre es ja auch schön. Der wird zwar eigentlich nicht so schön sein wie der erste Teil, es ist ja meistens so, aber den würde ich dann wahrscheinlich auch zocken. Ja. Und da sind noch die Credits schon zu Ende. For my dearest Elizabeth. Schön. Und der ist vorbei. Wir können ja nochmal gucken. 107% haben wir sogar. 107%. Wahnsinn. Können wir mal kurz nochmal reingucken. Aber das soll es eigentlich gewesen sein. Man sieht auch bei der Karte, der zum Schluss nochmal richtig alles aufgedeckt. Aber so... Wie gesagt, in die, in die anderen Karten will ich nochmal gucken gehen, dass wir jetzt auch noch hin. Es sind nur 5%, die fehlen und, naja, das ist... Nein. Geh weg. Geh weg! Geh weg! Da geh halt nicht weg. So, da haben wir es durch. Wie gesagt, man ist schon irgendwie froh, wenn man es durch hat, dass man, ach geil, ich habe es geschafft, das ist immer wieder gut. Zum Schluss haben wir nochmal richtig schön aufgelevelt, das eigentlich auch ein Grund war, warum das zum Schluss ja nicht mehr so schwer war. Man kann ja auch mal durchrushen so schön, aber das, nee, wenn es schon so ein schönes Spiel ist, dann alles mit ihm, was geht. Das haben wir so gut getan, wir haben 107%, da können wir eigentlich stolz drauf sein. Und ich danke euch fürs Zuschauen, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, auch mit dabei wart, mir schöne Tipps gegeben habt. Da an dieser Stelle nochmal einen schönen Dank an 1, 2, Flo3 für all die schönen Tipps, die er mir gegeben hat. Haben mir wirklich sehr weitergeholfen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann bei meinen nächsten Projekten, bei meinen alten Projekten oder bei meinen jetzigen bei meinen Videos halt. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann.